Ist das jetzt nicht ein wunderschönes Wetterchen? Oh, herrlich, oder? Und uns steht noch der ganze Sommer bevor. Und man sieht die ganzen Leute, die draußen in den Cafés sitzen, die spazieren gehen und die mit den Fahrrädern unterwegs sind. Wäre das nicht auch was für Sie? So eine schöne Fahrradtour ab und zu? Vielleicht auch die ein oder andere Erledigung mit dem Fahrrad machen? Das ist doch auch was Nettes, oder? Ja? Sie trauen sich das nicht mehr zu, mit dem Fahrrad zu fahren? Doch, Fahrradfahren, das verlernt man nicht, das kann jeder. Und auch längere Fahrradtouren schaffen Sie wieder. Vor allem mit diesem tollen Fahrrad. Das macht richtig Spaß und das ist genau das Richtige für Sie. Und da heißt es schnell zugreifen. Vor allem, wir haben die Fahrräder hier super günstig. Ja, da werden Sie staunen, denn wir haben unsere tollen E-Rädle für Sie im Programm. Schauen Sie sich die mal an. Sind die nicht genial? Man sieht die ja momentan überall. Die liegen ja richtig im Trend. Ja. Ich sehe die ja, ich laufe ja jeden Tag, wenn ich zu meinem Auto gehe, an einem Fahrradgeschäft vorbei. Ja? Und da sind die E-Rädle momentan sowas von angesagt. Und da steht dann immer Sale. Heute für 900 Euro anstatt 1500 ja. Euro. Und dann denke ich mir, ich wollte nicht in den Urlaub fliegen, ich wollte lediglich ein Fahrrad. Aber das ist so topmodern und nicht nur, dass das modern ist, sondern es erleichtert einen den Alltag. Denn hiermit können Sie Radfahren komplett ohne Anstrengung und das dank der elektronischen Fahrunterstützung. Wir haben nämlich einen kleinen Minimotor eingebaut und der macht es möglich, dass Sie den Berg hochradeln, ohne eine Schweißperle zu vergießen. Oder dass Sie eben mal wieder mit den Kiddies mithalten können, mit den Enkelkindern. Weil ich finde das ja momentan so schön, das Wetter. Ich liebe das ja so, Fahrradtouren mit anschließendem Picknick und Bierchen oder Rast im Biergarten. Und das Besondere an diesem Fahrrad ist, dass ich da jetzt theoretisch sogar mit in den Urlaub fahren könnte. Ja, nehmen Sie doch einfach mal zwei Ihrer Räder und packen die in den Kofferraum. Ach, geht gar nicht. Nee, klar, müsste man ja einen LKW zu Hause haben. Mit denen geht das aber schon, weil das sind Klappfahrräder, also Klapp-Pedelecs. Das heißt, ich kann die, wenn ich sie nicht brauche oder im Kofferraum verstauen will, wirklich wie so ein Blatt Papier zusammenfalten. Und das finde ich richtig genial. Das habe ich noch bei keinem anderen Rad gesehen, vor allen Dingen nicht in dieser Preisklasse. Und wie einfach das geht, das zeigt uns jetzt Kathi hier. Du warst ja wirklich mal oben an der Burg. Da oben warst du? Genau, ich bin hoch zur Burg geradelt und ich habe das Fahrrad hier im Kofferraum gehabt. Das ist kein Problem, da passen sogar locker auch zwei Fahrräder bei dem Kombi hinten rein. Die sind ganz einfach zusammenzuklappen, auseinanderzuklappen. Wir können das gleich auch hier im Studio zeigen. Es geht kinderleicht, das Ganze. Ohne Werkzeug übrigens auch. Also das macht man ruckzuck, das Ganze. Stellt es dann auch schön auf seine Höhe ein, mit dem Sattel und dann natürlich auch mit dem Lenker. Pedalen kann man auch noch ein- und ausklappen. Das hat man ruckizucki gemacht. Und dann kann es losgehen mit der Fahrradtour. Man hat hier, wie du schon gesagt hast, im hinteren Teil diesen Motor und dann auch diesen 24 Volt 4,4 Amperestunden Akku. Hier habe ich einmal den Akkustand überprüft. Das macht man dann vorne einfach am Lenker. Da kann man dann auch immer diese Tretunterstützung zu- und abschalten, wenn man sie braucht oder nicht. Ich bin eher den steilen Weg nach oben hochgefahren. Ich sehe es gerade. Ja, wow. Und da schaltet man natürlich dann die Tretunterstützung zu und kann dann aber mühelos, ohne eine Schweißperle, diese Steigung nach oben radeln. Und guck mal, in einer Geschwindigkeit. Ja, es geht ganz leicht. Also das ist das Schöne. Man radelt einfach ohne Anstrengung, ohne irgendwie Probleme zu haben, selbst Steigung nach oben, weil man halt diese Tretunterstützung hat, weil man diesen Motor, diesen Akku hat. Obwohl, es gilt ja als normales Fahrrad. Das müssen wir vielleicht nochmal aufklären, weil viele denken jetzt, da ist Motor, da ist irgendwie Akku und so weiter. Nein, es ist ein ganz normales Fahrrad. Natürlich Führerschein, versicherungsfrei. Es ist ein ganz normales Fahrrad. Ja, Sie radeln einfach los wie mit einem ganz normalen Fahrrad. Ja, und das bis zu 25 Kilometer schnell mit ganz normalem Fahrrad. Das würde, glaube ich, maximal ein Profi-Radler schaffen. 25 Kilometer pro Stunde. Also da muss man schon ordentlich fit sein. Aber Sie können das jetzt auch. Und ich finde so sowas auch gerade schön für kleinere Erledigungen. Meine Oma zum Beispiel, die hat gar keinen Führerschein. Das war damals nicht so. Da hatte der Mann einen Führerschein und die Frau, die war zu Hause am Herd. Ja, aber jetzt, wenn man mal
selber Erledigungen machen möchte. Jetzt leben wir in einer doch anderen Zeit. In dem Alter macht sie jetzt auch keinen Führerschein mehr. Ne? Macht man einfach nicht. Das heißt, sie ist immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, wie Bus oder Bahn. Und hiermit schaffe ich auch mal so kleinere Erledigungen wie Einkäufe oder mal der Weg zur Post, zum Arzt, zur Apotheke oder zur Nachbarin. Das ist ja das Schöne. Sie brauchen keinen Parkplatz, sie brauchen kein Benzin, sie brauchen keine Garage. Es hat eigentlich nur Vorteile. Und ich habe ja mir vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren ein Mountainbike gekauft. Allein das hat schon 600 Euro gekostet. Und das kann nichts. Das kann nichts außer halt fahren. Und hier haben Sie wirklich die Möglichkeit, zum einen das zusammenzuklappen. Dann haben Sie Fahrunterstützung. Und Sie haben sogar die Möglichkeit, Ihr Smartphone an dem Akku aufzuladen. Mhm. Das finde ich auch so toll. Das heißt, wenn Sie jetzt mal längere Radtouren planen, gerade so am Wochenende, vielleicht mit anschließendem Picknick. Da passiert es ja mal häufig, dass das Smartphone schnell leer geht. Vielleicht lassen Sie sich auch navigieren mit Ihrem Smartphone. Und ja, ruckzuck ist der Akku leer. Gar kein Problem. Dann schließen Sie das einfach hier nur an Ihren Akku an vom Pedelec und können damit Ihre Smartphones aufladen. Also nur Vorteile, auch noch ein Vorteil, die Optik. Wir sind ja Frauen, wir müssen auch mal über die Optik sprechen. Es sieht fantastisch aus. Also wirklich in diesem Mattschwarz, tolle Qualität. Auch der Sattel schön weich gepolstert. Ne? Wir Frauen, also wir beide sind da, glaube ich, so kleine Mimis und Momosen. Oh, das tut weh, das ist mein Hintern. Aber der ist wirklich von uns geprüft und man kann sagen, super weich und bequem. Und geprüft haben wir natürlich auch, wie es zum Zusammenklappen ist. Ne? Wir möchten das ja auch alleine, vielleicht auch mal als Frau alleine ins Auto einladen. Wir möchten es ja auch mal zusammenklappen. Das haben wir natürlich auch für Sie getestet. Das geht wirklich kinderleicht und einfach. Man kann alles in der Höhe einstellen. Wollen wir es mal zusammenklappen? Ja? Unbedingt. Ja, machen wir das mal. Das ist überhaupt kein Thema. Das kriegen wir super hin. Los geht's. Ja, Pedalen werden eingeklappt. Das ist das Erste. Das machen wir hier rucki-zucki das Ganze. Dann klappen wir hier vorne einmal das Ganze zusammen. Das ist natürlich auch eine Sache. Übrigens, so, liebe Zuschauer, unten links in der Ecke sehen Sie, wir lassen eine kleine Uhrzeit für Sie mitlaufen, damit wir auch live verfolgen können, da, wie lange Kathi jetzt, oh, haben wir schon gestoppt? 26 Sekunden, 26 Sekunden, eine halbe Minute, noch nicht mal mehr eine halbe Minute hat Kathi jetzt gebraucht, um hier ihr Klapp-Pedelec zusammenzuklappen. Das ist ja der Hammer. Und wie oft hast du das gemacht? Auch noch nicht so oft, oder? Meistens fährt ein paar Mal, also hier in den Sendungen natürlich, wenn Sie zuschauen, sehen Sie, dass ich das ein paar Mal gemacht habe, aber wirklich auch halt nicht so oft. Sie kriegen das auch so schnell hin. Ich kann es noch mal jetzt beim Aufbau wieder zeigen, wie es funktioniert. Also es ist wirklich alles, das ist halt das Schöne, werkzeuglos möglich. Man hat eigentlich nur in der Mitte hier dieses Gelenk. Da hat man einmal dieses zum Reinklappen. Das sind alles diese Schnellspannverschlüsse, die man kennt. Einmal zumachen, dann auch hier diesen einen Verschluss, den man hat. Auch hier einfach einmal reindrücken, diesen Schnapper. Dann der Schnellspannverschluss. Auch hier Schnellspannverschluss wieder zumachen. Dann hier wieder die Pedalen hochklappen. Fertig ist das Ganze. Auch wieder 26 Sekunden. Dann kannst du noch natürlich den Sattel auf deine Höhe einstellen, wenn du magst. Da hast du dann aber auch diese Schnellspannverschlüsse, das ist auch immer schön gemacht, Sattelhöhe einstellen oder auch hier Lenkerhöhe, auch mit den Schnellspannverschlüssen. Also das ist eine Sache, das ist innerhalb von einer halben Minute gemacht. Selbst wenn Sie es jetzt zum ersten Mal machen, brauchen Sie vielleicht eine Minute. Selbst das ist ja also nichts. Das ist eine Sache, super fix. Gerade wenn man sowas mitnimmt in den Urlaub jetzt zum Beispiel auch. Ne? In den Wohnwagen rein, ins Wohnmobil rein, wieder raus. Ja. Rucki-zucki hat man ein schickes Fahrrad und kann losradeln. Ja, zumal Fahrradfahren ja auch so gesund ist. Ne? Also das ist wirklich toll. Gerade wenn man dann hier, wie wir hier, an so einem Feld lang radeln kann, da genießt man die Natur in vollen Zügen. Ich finde ja, mit einem Fahrrad nimmst du die Landschaft auch ganz anders wahr, als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Im Auto hast du keine Zeit, nach links und rechts zu schauen. Da musst du schauen, Ampel, Verkehrsregeln, Verkehrsschilder, Achtung Menschen, aber mit so einem Fahrrad kann man das dann auch wirklich genießen. Zu zweit. Apropos zu zweit,
Ganz viele unserer Zuschauer haben bereits auch zwei bestellt, weil sie eben sagen, Mensch, das ist ja wirklich schön für meinen Partner, für meine Partnerin. Da haben wir mal wieder was Schönes, was wir gemeinsam auch machen können. Das ist ja das Schöne. Schnappen Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner und machen Sie mal was gemeinsam. Wissen Sie, wie schön das ist? Wie lange man dann auch davon erzählt, wenn man dann abends zu Hause und sagt, oh, heute bin ich aber ganz schön geschafft, aber es hat doch irgendwie Spaß gemacht. Ja, die Fahrt an sich war gar nicht so anstrengend. Wir sind mal wieder rausgekommen. Wir haben nette Menschen kennengelernt. Ich finde das so schön. Ich kann das auch nur bejahen, was du gerade gesagt hast. Also ich fahre auch super gern zum Beispiel mit meinem Mann Fahrrad. Mhm. Und das ist so toll, wenn man sich dann eine schöne Strecke aussucht. Wenn man dann, hier ist bei uns zum Beispiel der Rhein, wenn man am Rhein lang Fahrrad fährt, da sind dann auch so kleine Biergärten oder Cafés und dann macht man mal eine Pause und trinkt einen Kaffee. Das ist ganz, ganz toll. Ne? Und man ist halt an der frischen Natur. Man tut ja auch was für seine Gesundheit, seinen Körper. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz klasse. Sie haben ja die zwei Schlüssel hier mit im Lieferumfang dabei. Da können Sie dann auch den Akku immer mit festschließen. Der Akku wird in der Wohnung einfach wieder aufgeladen, dann unten einmal einfach laden. Und da ist auch dieser USB-Port, von dem Anne gesprochen hat. 446,41 Euro. Das ist der Komplettpreis für Sie, liebe Zuschauer, für das Fahrrad. Unser tolles Klapp-E-Rädle inklusive jetzt des Akkus und auch hier des Ladegeräts. Komplett 446,41 Euro. Das Fahrrad mit Akku und Ladegerät für Sie. Die NX9510 und die 569, die Bestellnummer. Und da bekommen Sie hier wirklich ein ganz, ganz tolles Fahrrad nach Hause. Sie dürfen natürlich auch gleich zwei oder drei bestellen, wenn Sie möchten. Das ist überhaupt kein Thema. Also da auch gleich für den Partner mitbestellen. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da und Sie bekommen das dann auch selbstverständlich versandkostenfrei nach Hause geschickt. Wenn Sie jetzt bestellen, gleich anrufen, die Lieferung ist eingetroffen, kommt innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu Ihnen, versandkostenfrei nach Hause geschickt und dann kann es direkt mit der Fahrradtour losgehen. Die Fahrräder sind komplett verkehrssicher, selbstverständlich, mit allen Lampen, allen Reflektoren und allem ausgestattet. Wenn Sie auf eine Fahrradtour gehen, sollten Sie natürlich aber auch daran denken, dass Sie da immer so ein bisschen gerüstet sind mit ein paar Extras, ne, dass dann auch, wenn mal irgendwie der Reifen platt sein sollte, Sie mal nachpumpen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man unterwegs ist, nicht nur was zu trinken mit hat, sondern im besten Fall auch diese kleine Mini-Fahrradpumpe. Man mag das ja gar nicht glauben, aber das geht ja wirklich so schnell, auch wenn ein Fahrrad länger mal nicht benutzt worden ist, dann geht ruckzuck auch die Luft raus. Jetzt haben wir hier eine ganz kleine und leichte, handliche Fahrradpumpe und die kann ich jetzt für Rennräder benutzen, für Mountainbikes oder hier für unsere Pedelecs. Ja, und habe hier diesen Doppelventilkopf und da habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit, alle möglichen Reifen eben aufzupusten. Und hier vorne sehen wir auch noch, da ist es, das Manometer, hier angezeigt in Bar. Bis zu 9 Bar kann ich hier aufpumpen. Und das Beste, ich kann das dann auch mit der Halterung hier später ganz platzsparend am Fahrradrahmen wieder anbringen. Und das finde ich richtig toll. Ja, das heißt, man hat die immer dabei, aber sie nehmen trotzdem nicht viel Platz weg. Das ist eine tolle Sache. Also klein und kompakt, aber dann halt auch, gerade wenn man pumpt, sehr intelligent zu pumpen. Sie haben oben diesen kleinen Schlauch mit dabei und unten dann auch im Griff dieses T-Stück, was man ausklappen kann, sodass man mehr Druck dann auch auf seinen Pumpen bringen kann, wenn man pumpt, ne, dass man da wirklich einen guten Griff hat, um dann mit Kraft zu pumpen. Das ist ganz, ganz wichtig, um da auch wirklich eine ordentliche Pumpleistung hinterzubringen, um dieses Manometer mit dabei. 4,66 Euro das Ganze sollte man immer mit dabei haben, bei jeder Fahrradtour dann direkt ans Fahrrad einfach anbringen, damit man das dann auch hier immer dann zur Hand hat, wenn wirklich mal ein Reifen platt sein sollte. Und wie Anne gesagt hat, das kann auch wirklich sein, wenn das Fahrrad dann einfach mal eine Woche gestanden hat, irgendwie, dass der Reifen dann ein bisschen Luft verloren hat oder so, dann kann man das direkt immer wieder zur Hand nehmen. 4,66 Euro, weil solche Pumpen, wenn man die im Fahrradgeschäft kauft, ne, da sind die dann wesentlich teurer. Hier zugreifen, 4,66 Euro, einfach mit dazu bestellen, gleich die NX8660 und die 569 für Sie. Wenn Sie jetzt aber sagen, oh, wenn schon, denn schon, wenn möchte ich das sehr professionell haben, dann möchte ich gleich hier so eine wirkliche Akku
Pumpe haben, vielleicht so einen richtigen Kompressor, mit dem ich jetzt nicht nur Fahrradreifen aufpumpen kann, sondern auch mal andere Dinge, die ich da pumpen muss, weil da fällt natürlich auch das ein oder andere an, gerade jetzt bei so einer Sommerurlaubszeit, da hat man vielleicht auch mal eine Luftmatratze, da hat man vielleicht auch mal einen Ball oder so etwas. Da haben wir unseren tollen Akkukompressor für Sie. Der ist richtig genial. Luftmatratzen, Schwimmflügel, Schwimmbälle, dann diese ganzen Schwimminseln, die es da gibt, oder Gästematratzen, Schlauchboot oder Fahrradreifen oder Autoreifen oder Motorradreifen. All das kann ich hier jetzt mit meinem Akkukompressor aufpumpen. Ja, damit habe ich dann natürlich auch den idealen Überblick, weil das ist ja wichtig. Wir hatten ja gerade schon gesagt, der richtige Reifendruck ist enorm wichtig. Nur viele vernachlässigen das immer so ein bisschen, weil sie eben keine Lust haben, zur Tankstelle zu fahren. Ist ja klar, normalerweise muss man das ja an der Tankstelle prüfen. Ist da noch genug Reifen oder genug Druck drauf? Aber vielleicht ist bei Ihnen die nächste Tankstelle auch sehr, sehr weit entfernt. Und deswegen kommt jetzt dieser Akkukompressor zum Einsatz. Sie sehen es, Ventilkappe ab, dann hier das Ganze aufstecken und schon geht das los. Ja, ich kann hier jetzt natürlich einstellen, wie viel Bar möchte ich hier drauf geben. Dann stelle ich das hier am Display ein mit Plus und Minus und nach gewünschter Druckzahl schaltet die sich dann automatisch aus. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Universalgerät. Nicht nur für die Reifen vom Auto, Motorrad und Fahrrad, sondern tatsächlich auch als Luftpumpe nutzbar. Also sei es die Gästematratze oder wie gesagt Schlauchboot oder gibt es ja mittlerweile so viel, was eben Luft braucht. Gerade jetzt auch im Sommer mal so ein Swimmingpool bzw. so ein Planschbecken für die Kiddies. Da ist das natürlich sehr, sehr praktisch. Adapter bekommen Sie natürlich auch, ja, damit Sie immer den passenden Aufsatz haben für Ihre Reifen und Spielzeuge. Das ist natürlich praktisch, weil du hast die ja immer dabei. Die ist ja ganz klein. Wir liefern die auch in so einer Tasche mit dazu. Und dann habe ich die auch unterwegs immer einsatzbereit. Ich finde, die könnte man ja auch immer im Kofferraum haben. Ja, nehmen Sie am besten gerade bei so Urlaubsreisen immer mit. Packt sie immer mit ein. Dann bei den Fahrradtouren einfach mit in die Tasche reinpacken. Apropos Tasche, da zeigen wir Ihnen auch gleich noch eine schöne Option. Ja? Oder dann auch in den Rucksack. Dann, wenn Sie zum Beispiel sportlich aktiv sind, ne, wenn Sie da vielleicht im Verein auch Sport machen, natürlich die Bälle, die müssen auch immer gepumpt werden. Nehmen Sie so eine tolle Akkukompressor-Luftpumpe mit. Ja, da können die Bälle auch dann immer mit dem richtigen Druck aufgepustet werden. Gerade dank dieser tollen Autopumpfunktion, die Sie hier haben. Egal, ob es jetzt Volleybälle sind oder Fußbälle. Das ist wirklich die richtige Sache dafür. Nehmen Sie dann einfach mit raus auf den Sportplatz und dann sind Ihre Bälle alle immer perfekt aufgepumpt. Also das ist ganz clever. Sie sehen es, das ist AGT Professional Qualität. Schön mit Akku. Also rausnehmen auch wirklich, wenn Sie da auch in so eine Sportfreizeit oder sowas fahren mit dem Verein, da einfach mitnehmen und dann können Sie da selbst draußen dann auf dem Fußballfeld oder wo die ganzen Bälle nochmal nachpumpen, wenn Sie möchten. Ne? Das ist halt sehr, sehr schön. Stimmt, und ja, dann auch bei so langen Fahrradtouren zum Beispiel, vielleicht radeln Sie ja auch mit dem Fahrradverein da los, haben mehrere Fahrräder, die Sie da zwischendurch mal pumpen müssen. Da packen Sie sowas professionellerweise ein und dann können Sie da zwischendurch immer mal den gesamten Luftdruck dann auch überprüfen. Hier sehen Sie nochmal diese kleine Samttasche, die ist mit dabei und dann auch sämtliche Ventile sind mit dabei. Kleines Lämpchen vorne auch, wenn Sie es mal im Dunkeln überprüfen müssen, auch kein Thema, haben Sie auch mit dabei. Die NX 1377 569, die Bestellnummer hier, ist schon ganz stark nachgefragt. Ja, sowas, das ist halt professionelle Qualität und das haben viele gesucht, da haben viele drauf gewartet. Jetzt hier nicht für 99,90 €, nein, Sie bekommen es zum TV-Sonderpreis 52,16 €, Ihr TV-Sonderpreis. Bitte da auch schnell bestellen, gleich in die Leitung gehen, damit Sie da auch den TV-Sonderpreis bekommen. Der ist jetzt und bis zu 2 Stunden für Sie gültig. 52,16 € der TV-Sonderpreis für Sie. Und wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind und Ihre Sachen auch ordnungsgemäß verstauen wollen, dann haben wir noch einen tollen Helfer für Sie. Da sehen Sie schon, die Anne steht da mit einem tollen Täschchen. Sieht erstmal aus wie so eine schicke Tasche, die man vielleicht zur Arbeit mitnimmt. Sind aber in Wirklichkeit gleich 2 Taschen. Aha. Aber auch die sind nicht nur einfach mal schick als Handtasche zu nutzen, sondern das sind hier unsere Doppelgepäckträgertaschen. Das heißt, die kommen jetzt auf mein Fahrrad drauf. Schauen Sie, so einfach und unkompliziert. Das heißt, ich habe jetzt hier 2 Riesentaschen für zum Beispiel Einkäufe, ja? Oder zum Beispiel auch mal für Sachen, wenn ich an den Baggersee fahre, da passt genügend Wasser rein und Proviant. Die sind nämlich richtig strapazierfähig. Guck mal, wir nehmen hier zum Baggersee so ein
Na, wir waren auf dem Markt einkaufen. Wir waren jetzt einkaufen und schnippeln uns jetzt einen Salat. Passt ja für den Sommer. Wir schnippeln jetzt Salat oder wir gehen zum Baggersee und brauchen natürlich genügend Wasser. Also hier passt wirklich sehr, sehr viel rein, wie Sie das sehen. Ist super leicht angebracht, ja. Und ich habe die Möglichkeit, auch später hier trotzdem noch mein Fahrradkörbchen drauf zu machen. Viele mögen das ja, hier nochmal so einen kleinen externen Fahrradkorb. Das heißt, den packe ich hier trotzdem drauf. Und wenn ich dann angekommen bin, entweder zu Hause oder am See, dann nehme ich die einfach wieder mit. Ja, dann packe ich die runter. Die ist ja richtig robust und strapazierfähig. Also die macht auch einiges mit, auch gerade hier dieser Tragegriff. Und sieht natürlich auch schick aus, oder? Die ist sehr schön gemacht, mit diesen Reflektoren auch nochmal an den Seiten. Innen auch schön, dass man die auswischen kann. Wir haben es gerade gesehen, so ein Markteinkauf zum Beispiel, wenn man da mal eben halt so Obst oder Gemüse eingekauft hat, wenn man vielleicht beim Supermarkt irgendwie was eingekauft hat, auch wenn da mal Sachen in die Tasche reingehen, sei es jetzt, dass sie vom Badesee kommen und da mal nasse Handtücher drin haben oder auch eine Sonnenmilch. Sie können die von immer innen immer schön auswischen, auswaschen. Das ist gar kein Thema, weil die schön beschichtet ist. Und dann geht's hier los mit der Fahrradtour. Sie haben richtig viel Stauraum auf beiden Seiten. Das stimmt. Und wie Anne gesagt hat, halt oben auch noch den Platz, ein Körbchen oder vielleicht auch so ein Kindersitz. Die werden ja auch oft hinten drauf gemacht. Ja. Trotzdem noch auf den Gepäckträger zu befestigen, weil der Gepäckträger hinten bleibt für Sie frei. Genau. Apropos befestigen, wenn Sie jetzt Angst haben, Mensch, ich habe das ja hier nur so draufgelegt, natürlich nur zur Demonstration, aber die kann ich auch festmachen. Jeweils links und rechts, ja, haben wir hier so kleine Schnüren, also das geht auch wirklich zack, zack, dann sind die hier fest. Ja, das ist ja ganz wichtig, gerade wenn man über Stock und Stein fährt, dass die dann auch mal festgemacht werden. Dann habe ich hier diese kleinen Schlaufen, die kennen Sie wahrscheinlich, ne? Mache ich einmal auf der Seite und auf der Seite fest und wenn ich sie dann eben mit nach Hause tragen will, löse ich die ganz einfach wieder und nehme sie dann einfach mit in meine Wohnung und da kann ich dann meine Einkäufe schön ausladen, ja, habe alles schön übersichtlich hier, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier Joghurt transportieren, der läuft mal aus, du hast es gesagt, schön beschichtet, kann ich das mal eben auswaschen. Oder dann eben die Sachen fürs Schwimmbad, Hallenbad, Freibad, See, Baggersee oder einfach so zur Arbeit. Ich finde, das ist auch ein schöner oder eine schöne Tasche, wenn ich sage zur Arbeit. Auf der einen Seite habe ich meine Aktensachen vielleicht fürs Büro, auf der anderen Seite habe ich dann mein Proviant, meine Schnittchen und mein Wasser, ja, was ich für die Arbeit brauche. Also sehr universell einsatzbar. Die NC8917 und die 569, eine tolle Doppelgepäckträgertasche. Jetzt hier für Sie für 14,16 €. Das ist doch mal was, oder? Also, wenn Sie jetzt unser tolles E-Riegel bestellt haben, gleich mit dazu bestellen. Aber auch so, wenn Sie schon ein Fahrrad zu Hause haben, die Doppelgepäckträgertasche, die darf auf keinen Fall fehlen. Die können Sie sich selbstverständlich jetzt auch so bestellen. Vielleicht auch gleich zwei, für sich eine und eine für Ihren Partner, Ihre Partnerin. Weil solche Taschen braucht man immer am Fahrrad. Die sind eine Riesenhilfe, da kommen dann die Einkäufe rein. Und wir hören gerade, unser Fahrrad ist ganz stark nachgefragt. Ja. Wir zeigen es Ihnen nochmal. Das ist unser tolles E-Rädle. Und zwar hier zu einem Wahnsinnspreis heute für Sie. 446,41 €. Das ist der TV-Sonderpreis. Und zwar inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Wir haben hier den 24 Volt 4,4 Ampere-Stunden Akku für Sie mit dabei. Reichweite 28 Kilometer mit einer Akkuladung, wenn Sie selber treten. Sogar noch längere Radtouren möglich. 35, 40, 45 Kilometer, kein Thema. Komplett verkehrssicher das Fahrrad. Für Sie das Komplettpaket für 446,41 €. Bitte schnell in die Leitung gehen. Das ist schon ganz stark nachgefragt. Jetzt bekommen Sie es versandkostenfrei nach Hause. NX9510 und die 569. Also der Preis ist wirklich unglaublich. Das ist einmalig jetzt möglich und die nächsten 2 Stunden mit dem TV-Sonderpreis. Danach bezahlen Sie wirklich wieder den regulären Preis, falls wir dann auch die nächsten Tage überhaupt die noch haben. Die sind momentan so stark nachgefragt, weil jetzt das Wetter ja auch dafür ist. Jetzt kann man was mit der Familie machen, jetzt kann man draußen was unternehmen und gerade jetzt, wo es so heiß ist, will ich ja auch nicht schwitzen. Ja? Da will ich so wenig wie möglich Anstrengung haben, aber ich will raus, ich will in die Natur, ich will zum nächsten See und da will ich doch nicht ins stickige Auto einsteigen, oder? Nee, da willst du entspannen mit deinem E-Rädle fahren, mit der tollen Tretunterstützung. Ja? Und Sie wollen natürlich dann auch in Urlaub fahren. Sie wollen das E-Rädle zusammenklappen können und dann in den Wohnwagen, ins Wohnmobil einladen können oder mal ins Auto. Ne? Deshalb hier jetzt bestellen zum Spitzen-TV-Sonderpreis. Jetzt anrufen.